Ich begrüße jetzt Philipp Blom, Historiker und Autor des Buches Der taumelnde Kontinent. Philipp Blom ist uns aus Los Angeles zugeschaltet, wo er sich zu Forschungszwecken am Getty Research Institute aufhält. Guten Abend, Herr Blom. Guten Morgen, Frau Mayer. Ihr Buch heißt Der taumelnde Kontinent. Warum taumelnd? Ich habe versucht, diese Zeit darzustellen, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so als ob man nicht wissen würde, dass ein Weltkrieg passieren würde, denn das hat man ja damals auch nicht gewusst. Und es war eine Zeit von so enormer und rasanter Veränderung durch die Industrialisierung, durch die Verstädterung, dass man wirklich das Gefühl hatte, dieser Kontinent gerät ins Taumeln, der hat plötzlich so viel Energie, er weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Wenn man Ihr Buch liest, dann fällt einem auch auf, dass die Jahre vor 1914 unseren Zeiten sehr ähnlich sind. Und zwar auf eine fast erschreckende Art und Weise. Sehen Sie da Parallelen? Ich glaube, eine wichtige Parallele ist, dass es eine Zeit ist mit enormer Veränderung. Und zwar Veränderung, die durch Technologie getrieben wird, wie bei uns heute mit dem Internet. Und diese Veränderung natürlich soziale und kulturelle Auswirkungen hat. Diese Veränderung auch die Identität von Menschen angreift und verändert. Und natürlich ist in so einem enorm dynamischen Prozess, in der die Welt sich so wahnsinnig schnell transformiert, nicht abzusehen, wo diese Veränderung hingeht. Die Menschen von 1913 wussten das nicht. Ich glaube, die Menschen von 2013 und 2014 wissen es auch nicht. Und damit sind auch unsere Identitäten einfach destabilisiert. Und das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber was ich damit meine, zum Beispiel die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war eine Zeit, in der Frauen sehr energisch ihre Rechte forderten, das Wahlrecht, das Recht auf die Universität zu gehen und in der sich damit auch wirklich die Gesellschaft so sehr stark geändert hat. Wir haben das auch heute, dieser Rechtediskurs ist sehr wichtig. Leute wollen Minderheiten wollen ihre Rechte neu definiert wissen. Wir haben das jetzt ja gerade erlebt mit der homosexuellen Ehe und den riesigen Protesten in Frankreich dagegen. Das heißt also, in dieser Hinsicht die Tatsache, dass eine technologische Veränderung eigentlich auch eine kulturelle Veränderung mit sich bringt, sie uns zu anderen Menschen macht, das ist eine starke Parallele, glaube ich. Es sind ja jetzt wieder, Sie haben das eben gerade beschrieben, große Veränderungsprozesse im Gang. Die Verunsicherung spielt natürlich mit, schon damals wie auch heute. Wir sind wieder verunsichert, zum Beispiel, weil wir permanent überwacht werden, aber auch die Technologisierung, die schreitet ja mit einer unglaublichen Beschleunigung voran. Was macht das mit uns? Es ist faszinierend, wenn man sich ansieht. Ich meine, man denkt nicht unbedingt, dass das, was in Fabriken passiert, auch wirklich die innersten Gedanken und Gefühle von Menschen über sich selbst verändert. Aber genau das ist passiert vor 1914, dass auf einmal die Tatsache, dass Menschen in Fabriken arbeiteten, das heißt in Städten lebten, das heißt ganz anders auf ihr eigenes Leben sahen, nicht mehr 8 oder 9 Kinder hatten, sondern 2 oder 3 und damit sich natürlich zum Beispiel auch Sex völlig verändert, etwas anderes wird. Und das war in der Zeit sehr wichtig. Diese riesigen Veränderungen, die Tatsache, dass Massenproduktion zum ersten Mal da war, dass sich also auch Menschen mit bescheidenerem Einkommen zum Beispiel anständige Kleider leisten konnten, diese Sachen waren damals neu und sie haben tatsächlich verändert, wer die Menschen waren, wie sie die Welt sahen. Sie konnten im Kino zum ersten Mal sehen, was auf anderen Kontinenten passierte. Und in einer gewissen Weise, wir stecken noch in derselben Entwicklung, in dieser Kulturgeschichte der Technologie, die uns wirklich von innen heraus umkrempelt. Jetzt, wie Sie sagen, es ist die Überwachung, es ist das Internet, jetzt kommt bald das Internet der Dinge. Das heißt, wir sind eigentlich völlig transparent geworden und wir wissen noch nicht, was das erstmal politisch für uns bedeutet. Aber wir wissen auch nicht, was das für uns selbst, für unser Selbstgefühl bedeutet. Ich glaube aber auch, es gibt einen sehr wichtigen Unterschied. Vor 1914 gab es einen enormen Energieschub, aber auch noch einen riesigen Optimismus, weil die Menschen wirklich das Gefühl hatten, durch diese Technologie, durch die wissenschaftlichen Entdeckungen, die uns die Welt erschließen, haben wir alle Möglichkeiten. Diesen Optimismus haben wir in unserer sehr chaotischen Veränderung eigentlich verloren. Leider gerade in Europa, wo wir eigentlich Angst haben vor jeder Zukunft, Angst haben vor jeder Veränderung, weil Veränderung für uns immer Verschlechterung zu sein scheint. Das heißt, wir wollen gar keine Zukunft, wir wollen nur, dass die Gegenwart nicht aufhört. Sie beschreiben das Europa in der damaligen Zeit als taumelnden Kontinent. Wie würden Sie Ihr Buch denn heute nennen?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, an so ein Wort wie Entropie käme mir in den Sinn, der erstarrende Kontinent. Ich glaube, wissen Sie, es gibt noch einen Unterschied zwischen damals und heute und der ist, glaube ich, sehr wichtig. Damals sah man in eine Zukunft voller Möglichkeiten, aber man wusste nicht, was man eigentlich tun müsste, um die richtigen Weichen zu stellen. Heute wissen wir das genau. Wir wissen, wie wir dem Energiewandel, dem Klimawandel begegnen müssen. Wir wissen sehr vieles über unsere Gesellschaften und unsere Zukunft. Wir tun es nur nicht. Jetzt wird ja überall an 1914 gedacht. Was bringt uns das Gedenken? Sich daran zu erinnern, wie unstabil Geschichte ist. Sich daran zu erinnern, dass in unseren Demokratien, die sich immer weiter aushöhlen, immer weiter ausgehöhlt werden von unserem Markt, von unseren Medien, dass diese Demokratien kostbar sind und dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir nicht einfach in ein postdemokratisches Zeitalter schlittern, was eigentlich niemand gewollt hat. Denn das war dieser Krieg 1914. Es war ein Hineinschlittern in eine Situation, die niemand gewollt oder vorausgesehen hat. Ich glaube, wenn wir tatsächlich einmal klug genug sind, von der Geschichte zu lernen, dann wäre das etwas Wichtiges zu lernen, dass wir all diese Dinge, all diese enormen Privilegien, die wir genießen in Europa, Demokratie, ein enormer Wohlstand, eine große Sicherheit, sehr stabile Rechte, das sind Sachen, die können auch wieder verschwinden. Das sind Sachen, die sind brüchig und die können auch sehr schnell angegriffen und unterminiert werden. Mhm. Und das dürfen wir nicht erlauben. Ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich von dieser Zeit lernen könnten. Herr Blom, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen.